Servus Leute und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Questing Mayhem. Und ich würde einfach mal sagen, also ich habe noch eine Sache zu sagen, und zwar dieses Klingeln, also dieses Telefon, wovon ich, also was ihr auch bestimmt die ganze Zeit gehört habt. Ja, das ist eine Sache, die habe ich jetzt schon inzwischen wieder behoben. Also das war irgendwie der Countdown-Timer auf einmal. Ist mir irgendwie jetzt erst eingefallen. Und das war nämlich eigentlich der Countdown-Timer, den ich immer nebenbei laufen gelassen habe. Und deshalb, ja, deshalb hat er immer so Geräusche gemacht. Also wir brauchen jetzt als nächstes die Bottling-Maschine und dafür brauchen wir zwei von diesen Light Engineering-Blocks. Und das kostet uns ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer und ein bisschen, ja, und sonst nichts. Also nur Eisen und Kupfer. Kupfer haben wir hier. Ich glaube, ich werde auch demnächst hier einfach mal. Na, geht das? Nee, geht nicht. Ich werde, glaube ich, auch demnächst hier echt eine richtige Kistensortierung machen. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Ich würde einfach mal ein Epic Lootbag nehmen und go. Ja, okay. Ja, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber es geht. Und Mega Rubber Zeppling und eine Amazing. Ja, das ist nice. Servus. Ja, doch, das ist ja eine gute Ausbeute, würde ich mal sagen. So, damit hätten wir die Bottling Machine. Die könnten wir vielleicht sogar jetzt dann mal bauen. Wir bauen irgendwie den Engineer's Manual. Dieses Buch, das ich wieder mal irgendwo verschlammt habe. Habe ich das irgendwo hier reingepackt? Ah, okay, da hätten wir jetzt mal das da. Ich glaube, waren das Conveyor Belts, die wir noch brauchen? Da. Ja, genau, Conveyor Belts und dieses Scaffolding-Dinger. Und das war's. Also wir könnten damit schon jetzt unsere Bottling-Maschinen machen. Aber ich glaube, die nützt uns jetzt nicht so viel. Naja, ich würde einfach mal die Bottling-Maschine hinbauen. Und ja, Conveyor-Belts. So, ich würde einfach mal sagen, Leute, ich baue jetzt hier einfach mal. Ich weiß es, also ich werde jetzt etwas richtig Unschönes bauen, was bestimmt sehr viele von euch triggern wird. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ich baue jetzt hier einfach mal so eine Treppe hoch, weil, wie gesagt, also ich habe ja schon mal gesagt und. Bitte. Das ist ja mal wieder so typisch mit diesem komischen Adventure Backpack. So, ich habe ja schon gesagt, dass ich hier oben eigentlich meine Technikabteilung, also mein Technikstockwerk haben will. Und nicht da unten. Da unten ist ja eher so eine Art, ja, Chill-Ecke, oder da kommt dann das ME-System etc. rein. Ich würde einfach mal sagen, ich fange gleich mal an. Stimmt, vergessen. Wir brauchen ja noch diesen Engineer's Manual. Wo zum. Ne, da ist es nicht. Das ist auch nicht. Nope. Nix. Hier? Ne, auch nicht. Ah, ich habe jetzt das blöde Ding. Ach, wisst ihr was? Ich craft mir ein neues. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, jetzt die ganze Zeit nach dem Zeug zu suchen. Wir brauchen noch ein Buch. Wir haben noch bestimmt, ey, wenn ich jetzt keine Bücher finde, ne? Ah, war's da? Nö. Da war es, ja, genau, das ist gut. Und Kobelstone. Kobelstone und. Ja, okay, das hört sich jetzt sehr krank an. Kobelstone. So, das gute Stück, das packen wir jetzt also mal. Bottling. Haben wir das irgendwo hier? Ich meine, wenn wir schon die Materialien haben, dann kauft man es doch auch. Ah, da ist es. Boah, das ist eigentlich kein sehr teures Stück zu bauen. Ja, jetzt kommt es halt drauf an. Ich weiß, also ich werde jetzt hier irgendwann auch mal eine schöne Base-Verschönerung machen. Ich weiß. Aber das kommt alles noch. Nix. Wo war das? Da war was.
Wann ich nochmal Steals gefallen? Die Blöcke da, oh Gott, ey, das kostet schon wieder uns. Schöne Eisen. Eisen, was rede ich von Eisen? Stahl. Dinger. Stahl. Fenster ist halt. Bin halt jetzt irgendwie wieder mal so brain off. So, das können wir jetzt einfach mal da reinpacken. Zack, zack. Dann geht's weiter. Also wir wollen noch das hier und ups, das wollte ich nicht. Wir müssen das so machen, dann noch so, so. So. Gut, und das war's eigentlich. Und wir brauchen noch einen Engineer's Hammer. Den haben wir, aber den kaufe ich mir nicht neu. Den haben wir bestimmt irgendwo, ja, den oder. Und nein, nicht wegschmeißen. Wo ist denn? Also das war's ja, ne? Ey, das ist ja alles, ne? Oh. Genauso habe ich doch die Dinger hingebaut. Warte, wo muss man das? Ich schau gerade, wo man das machen muss. Ja, to the Central Conveyor. Ah, okay, gut. Fertig. So, und das ist jetzt unsere neue Maschine. Und die bringt uns gar nichts, kann ich euch sagen. Die habe ich, glaube ich, die habe ich noch nie benutzt. Aber ich meine, wegen der Quest mussten wir das machen. Ja, ich meine, ist ja auch nicht schlecht, mal sowas zu craften. Ey, ich werde hier noch echt so viel verschönern, aber in den Ferien werde ich das machen. In den Ferien werde ich hier mehr verschönern. So, und es ist schon, ja, wir hätten jetzt noch so 2 Minuten ungefähr. Wir können ja in der Zwischenzeit mal was anderes machen, außer den Assembler. Mal irgendwie zur Abwechslung. Oh, wie viel kostet denn das da? Ja, gut. Halt, blau. Water, LV. Wir könnten Water Wheels machen. Aber ich muss mal hier echt, man muss hier echt mal wieder mein Inventar sortieren. Also, beziehungsweise ausräumen. Das ist mal wieder so übertrieben, was wir hier alles an Items haben. So, und ich habe mir auch mal überlegt, einmal anderen Content hier in diesen Kanal reinzupacken. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Das wird jetzt dieses Wochenende auch kommen. Ich weiß jetzt nicht, also nach dieser Folge werde ich sofort auch eine normale Folge Bed Wars mal aufnehmen. Und ich weiß jetzt nicht, was dann schneller hochgeladen wird. Also diese Folge jetzt oder eher die Bed Wars Folge, mal schauen. Ja, komm, da haben wir sau viel von dem Zeug, Alter. Und jetzt habe ich mir. Achso, nee, stimmt, sorry. Das sind ja gar keine Engineers. Ja, mal wieder Brain off Call. Ich dachte gerade, das wären Engineer-Bücher, aber. Sorry, mein Fehler. So, gut. Ja, ich würde einfach mal sagen, so Water Wheels können wir auch gerne mal machen. Water Wheels. Oder? Kostet eigentlich, das kostet noch nicht mal Stahl. Also ein Stahl-Ingot kostet. Das ist sogar günstiger als bei den ganzen anderen Rezepten. Hey, das können wir vielleicht sogar noch in dieser Folge machen, diese Quest. Ah, da hätten wir sogar alles. So, dann mache ich ja mal ein bisschen was davon. Wir bauen halt nur sehr viel von dem Zeug. Ja, okay, gut. Ich glaube, wir bauen noch ein bisschen mehr Holz. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich noch diese Folge machen. Und zwar drei von den Water Wheels herstellen. Sollte dann eigentlich auch gut klappen, so, ne? Alter, aber dieses Holzproblem, das ist immer noch so eine Sache. Ups. Ja, komm, den klatschen wir doch jetzt, oder? Ja, One-Shot hier. Naja, One-Shot war eher so One-Hit, meine ich. So, Servus. Also ich finde dieses Schwert echt extremst cool. Das ist einfach mal so richtig, so ein richtiges One-Shot, One-Hit-Schwert. Ist mega geil. So. Aber ich glaube, so ein Stack sollte jetzt auch mal wirklich reichen.
Und wenn das. Ich glaube, das reicht. Komm. So, dann renne ich mal wieder zurück und ich habe Hunger, da muss ich auch mal aufpassen. So, dann renne ich mal wieder zurück. So. Und der Vulkan ist einfach so komisch. Also, was heißt Vulkan? Ich habe den irgendwie. Das sieht halt total aus wie so ein Vulkan, wie so ein Schokovulkan. Ich habe noch nie mal eine Ahnung, was das überhaupt für eine Flüssigkeit ist, jetzt mal ganz im Ernst. Sieht aber so aus wie Schokolade, deshalb, ja. Gut, wir brauchen Bucket of Creosote Oil und dann mache ich einfach mal ein bisschen was. So. Das ganze Zeug, das haben wir hier drinnen. So. So. Alter, ey, dieses Inventar ist echt. So. Dann schauen wir mal, wie das jetzt so aussieht. Water Wheels. Okay, wir konnten nochmal drei, wir konnten nochmal zwei Stück craften. Ey, wir brauchen noch viel mehr, viel mehr brauchen wir. Zack. Ups, nicht so. Zack und. Ups, zack, so. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt können wir drei Water Wheels craften. Geil. Haben wir noch, wir haben noch hier noch bestimmt noch ein paar Dynamic, genau, Kinetic Dynamos, aber wir müssen noch einmal einen craften und das kostet mal wieder ein. Das ist immer wieder ein schönes Rezept. Ein Kinetic Dynamo. Wir brauchen jetzt erstmal so ein bisschen was davon. Ey, ganz ehrlich, ich mach das jetzt einfach damit. Und ein Block. So. LV Wire Coils und dann plus das da war es, glaube ich, oder? Nee. Haben wir noch Eisen? Da, 1, 2, 3. Und Redstone. 1, 2. So, damit hätte ich jetzt alles für die Water Wheels. So. Und ja, gut, ich weiß nicht. Ich würde jetzt eigentlich jetzt demnächst mal die Folge beenden. Ich werde mir noch einfallen lassen, wo wir das Ganze hin platzieren. Die Water Wheels. Die werden uns aber auch auf jeden Fall Strom generieren lassen. Strom generieren. Jetzt machen wir mal sowas auf. Diesmal mal ein ganz normaler Chance Cube. Ja, ein paar Bücher. Das trifft sich eigentlich eh ganz gut. Ja, den einen haben wir. Das eine Buch haben wir ja inzwischen verkraftet. So, und diesen Chance Cube öffne ich auch mal. Und ich hoffe mal, dass da auch kein Müll drin ist. Und wie gesagt, immer mal ein bisschen weiter weg von der Base. Ansonsten könnte das halt ein bisschen schlimm ausgehen. Aber by the way, ein Enderman. Hey, mal schauen, vielleicht können wir mal sehen, anhand eines Endermanes. Endermanes, genau. Anhand eines Endermans. Wie viel Schaden dieses Schwert insgesamt macht. Auf jeden Fall one-hittet das alles. Ja, okay, der Enderman ist weg. Egal, wurscht, dann machen wir es eben so. Und wir haben. Boah, Enderlily Seeds. Die können wir dann demnächst mal anpflanzen. Die generieren uns dann Enderperlen. Aber zwar auch nur in einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, genau. Geschwindigkeit meine ich. Ja, ich tue es jetzt einfach mal da an der Schmiede. Zack, zack, zack. Und ich habe Hunger. So, und Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich werde jetzt gleich da, nach dieser Folge auch Bed Wars mal aufnehmen. Mal schauen, wie das dann so wird. Ich hoffe, euch hat es wie immer mal gefallen. Ja, das. Ist halt, es geht wie gesagt sehr, sehr zäh weiter. Also, das ist wirklich Ben Franklin, was ist das? Lightning Rod Base. Benjamin Franklin. Aha. Werde Benjamin Franklin und benutze Lightning zu. Benutze Licht, um Strom zu generieren. Das ist ja geil. Das ist ja richtig cool. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss!